Ja, ja, Jesse, es scheint so, als hättest du Fred sein ganzes Leben lang gekannt. Was? Wie kannst du das sagen? Das Ding sieht überhaupt nicht aus wie unser gefallener Anführer. Freds wahre Größe lag nicht in seinem Aussehen, Kent, sondern in seinem Geist und Charakter. Das ist seine wahre Essenz. Aber dir muss ich Punkte für Detailtreue geben. Dieser unglaubliche Detailreichtum. Diese Runde endet unentschieden. Was? Das war die wohl beste Nachbildung von Fred in der Geschichte des Wettkampfes. Kommen wir zu den Fragen. Na, super. Kent, du fängst an. Aber sicher doch. Du hast nur wenig Zeit, um dich zu entscheiden. Was war Freds Lieblingsessen? Ach, das ist einfach. Als wahrer feinster Freund Freds weiß man, dass er am liebsten Brot aß. Stimmt. Jetzt du, Jesse. Fred liebte die Farbe Blau, das weiß jeder. Aber welches Blau liebte er am meisten? Ach, deine Scheiße. Zeit läuft ab jetzt. Seine Lieblingsfarbe war Lapislazuli. Das ist korrekt. Sehr gut. Nächste Frage. Kent, Fred war ein einfacher Mann, aber er hatte etwas, das er über alles schätzte. Sein Lieblingswerkzeug. Was war es? Eine Diamanthacke. Ganz klar. Sehr schön. Jesse, Fred hatte einen ständigen Begleiter. Einen feinen, gefiederten Freund. Wie lautete der Name seines Haustiers? Wir haben einmal ein Hühnchen getroffen, das hieß Benedikt. Freds Haustier, sein bester Freund, hieß Quasselstrippe, weil er immer so viel schwafelte. Das ist korrekt, Jesse. Sehr gut. Ich bin erstaunt, dass der Wettkampf noch immer so ausgeglichen ist. Kent, naja, scheint so, als würdest du nun deinen Titel verlieren. Hört beide genau her. Die letzte Frage kann nur der allerbeste, feinste Freund Freds überhaupt beantworten. Aus diesem Grund gibt es doppelte Punkte. Wer die Frage zuerst richtig beantwortet, gewinnt eine Nacht in Freds Haus. Von allen Bäumen im Wald, aus deren Holz wir unsere Heime gebaut haben. Welches war Freds Lieblingsholz? Wie? Was? Niemand weiß das. Fred hatte keine Lieblingsrohstoffe. Es ist Birke. Es ist Birke! Du, genau. Ja, Birke war Freds Lieblingsholz. Das stimmt! Jesse hat gewonnen! Jesse, das war Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch! Das war unglaublich! Puh. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der von diesem Ergebnis überrascht ist. Dein Preis ist eine Nacht in Freds Haus. Aber bringe dort bitte nichts durcheinander. Und das ist dein Schlafanzug. Das wahre Zeichen Freds. Wow. Nur die Meister dürfen ihn tragen. Das ist ein sehr hohes Privileg. Ich liebe ihn. Danke, danke. Tja, Fred, Kent. Verloren. Jesse. Ich hoffe, du findest bald, was du suchst. Sehr schönes Haus. Also ein Bettchen. Sehr bequem. Gut, wäre ich eine Waffe, wo würde ich mich verstecken? Gut, denn... Nee, da springen wir jetzt nicht auf. Ah. Im Ofen. Leer. Das Ding hat schon lange niemand mehr verwendet. Okay, dann im Schrank vielleicht. Hier ist nichts mehr drin. Außer diesem Knopf. Dann drücken wir mal den Knopf. Das ist ein... Fahrstuhl. Wow, ein Geheimraum. Irgendwas muss es hier unten doch geben. Ansehen. Das da heißt, die Geheimnisse der Überlebenden. Na hallo, Geheimnisse klingt gut.
Dieses Buch enthält das gesammelte Wissen der Überlebenden. Wir sind eine Untergrundgruppe von Überlebensexperten, die seit langer Zeit hier hausen. So geht das immer weiter. Gezeichnet von einem Meister. Okay. Noch was? Mal da. Noch ein Buch. Kein Hinweis auf den Autor. Dann lesen wir mal. Ich hatte Zweifel, aber es lohnte sich, von zu Hause wegzugehen. Ich bin froh, dass Xara und Romeo bei mir sind. Das ist doch Freds Tagebuch. Ich weiß nicht, was Romeo noch will. Es tut weh. Ich wollte doch nur, dass wir drei zusammen sind. Vielleicht hätte ich die Hütte nie verlassen sollen. Wir waren dort nicht einfach nur glücklich. Wir waren zu Hause. Moment. Zu Hause? Dann redet er nicht von hier. Hier muss doch irgendwas darüber stehen, wo seine Hütte ist. Okay, dann schauen wir uns mal die Karte an. Drei Städte. Da ist die Oase und dort die Feste. Die dritte ist Romeoburg. Was für ein Name ist das bitte? Romeoburg. Aber keine Hütte. Sonst ist hier nichts. Vielleicht haben die anderen was gefunden. Binta! Jesse, ich muss dich etwas fragen. Woher wusstest du die Antwort auf die letzte Frage? Das wissen nur die allerwenigsten. Und selbst mir hatte man es nur unter strengster Geheimhaltung mitgeteilt. Ich weiß es, weil es mir Xara gesagt hat. Sie kannte Fred besser als irgendwer sonst. Xara? Freds Xara? Die Xara? Die einzig wahre. Sie wurde schon sehr, sehr lange nicht mehr hier unten gesehen. Du wirst mit jedem Moment beeindruckender. Vielleicht haben sie doch recht. Vielleicht kommst du von über dem Grundgestein. Seit deiner Ankunft gehen die Gerüchte um. Hier unten gibt's nicht viele Leute, die wir nicht erkennen. Ja, was das angeht. Also? Hast du wenigstens gefunden, wonach du gesucht hast? Diese Waffe. Ich wüsste nicht, warum Fred eine haben sollte. Aber ich bin zugegebenermaßen neugierig. Noch nicht die Waffe, aber ein wichtiger Hinweis. Romeo, Xara und Fred hatten eine Hütte, die sie ihr Zuhause nannten. Die müssen wir finden. Romeo? Hat der Romeo gesagt? Der Admin? Ja, der Admin. Im Moment wütet er in unserer Stadt und gibt sich als ich aus. Wir müssen ihn aufhalten. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo die Hütte ist. Ich möchte dir ja helfen, aber ich brauche im Gegenzug auch etwas von dir. Wenn du wirklich von da oben kommst, musst du einen Weg kennen, wieder hochzukommen. Nimm uns mit. Über das Grundgestein. Hoch? Binta, was soll das heißen? Wir wissen gar nicht, was da draußen lauert. Aber es muss doch besser sein als hier. Hier sind wir sicher. Und wenn Romeo... Ihr habt uns willkommen geheißen. Natürlich helfen wir euch. Danke. Klingt, als wäre da noch etwas Überzeugungsarbeit nötig. Sie werden schon einlenken. Dank der Mycel auf dieser Insel konnten keine Monster entstehen. Bisher waren wir sicher. Aber das wird nicht ewig so bleiben. Unsere einzige Chance auf eine echte Zukunft liegt dort oben. Xara repariert das Portal, das uns hinaufführt. Wenn ihr es verwenden wollt, kommt zur Oase. Fred hat mir den hier gegeben, bevor er... Die Nadel weist nach Hause. Als er nicht zurückkam, wollte ich ihr folgen, wurde aber an den Toren nach Romeoburg aufgehalten. Sie haben eine riesige Armee, also seid vorsichtig. Bitte, pass gut darauf auf. Du hast bewiesen, dass du Freds Andenken in Ehren hältst. Du musstest das nicht tun. Danke. Wirklich. Gern geschehen. Ich bereite meine Leute vor. Du nimmst das hier. Was ist denn das? Gib uns ein Signal, wenn du bereit bist. Dann sind wir da. Okay. Wo ist... Hey, gib das wieder her! Danke.
Romeos Burg. Soll da anscheinend die Hütte sein? Warum ist jetzt hier ein Feuerwerk? Bisschen merkwürdig. Die Romeos Burg. Schön. Schöner Name. Und du Mann, wirst mich nicht unglaublich, dass diese Typen so von diesem Fred besessen waren. Echte Freaks, oder? Ich meine, waren sie echt so anders als du mit Jesse? Ich? Was? Nein, es... Ich bin ein eiskalter Profi. Mein Interesse an Jesse war rein professioneller Natur. Petra hat schon irgendwie recht, Raider. Ha, sag ich doch. Du warst doch so besessen von Jesse. Ach, Petra, es tut mir so leid. Also, was sagt der Kompass? Fahren wir noch in die richtige Richtung? Moment, ich sehe nach. Sieht aus, als wären wir noch richtig. Die Strecke endet hier. Haltet euch fest, Leute! Ja, eine wilde Fahrt. Nein, nicht für dich. Die Strecke ist völlig hinüber. Ja, was soll das? Hey. Wer ist er? Voll der Ninja. Ja, ich kenne nur eine Person, die so kämpft. Du bist wirklich Jesse. Ivor. Ja, ich bin es. Dein Freund Ivor. Ich bin jetzt ein Ninja, Jesse. Was? Was? Ja, was? Es fing alles an, als ich durch irgendein Portal in eine seltsame Welt fiel, in der alles weiß war. Das Reich von Meister Schatten. Er behauptete, er sei ein Ninja-Meister. Ein Kenner der Schattenkünste. Ivor? Erst wollte ich nichts mit ihm zu tun haben. Er war ziemlich zwielichtig. Aber schließlich, nach reichlich unangenehmem Blickkontakt, hat er mich eingeladen, sein Schüler zu werden. Erst war ich verwirrt, weil er keine Referenzen und keinen Lehrplan vorweisen konnte. Aber ich bin lernbegierig, ein Schüler an der Schule des Lebens. Also sagte ich, ja! Und ehe ich mich versah, boxte ich Bäume, schrubbte Böden, alles im Rahmen meiner sogenannten Ausbildung. Mir kam das alles erst einmal sinnlos vor, aber nachdem ich einen ganzen Wald geboxt und kilometerweise Böden geschrubbt hatte, wurden mir zwei Dinge klar. Manchmal sind niedere Tätigkeiten eine tolle Methode, Kampfsport zu lernen. Und manchmal suchen seltsame alte Männer nur einen Dummen, der ihre Hausarbeit erledigt. Ha! Aber Ende gut, alles gut. Ich bin jetzt ein Ninja und habe dank meiner neuen Ninja-Fähigkeiten zu dir gefunden. Bist du fertig? Bitte? Bitte sei fertig? Ha, ja, ich rede wohl echt viel. Nach dieser schweigsamen und geheimnisvollen Nummer hatte ich wohl einfach viel zu sagen. Es ist so schön, dich zu sehen. Das ist doch verrückt. Gib zu, dass du mich vermisst hast. Nein, wirklich nicht. Moment. Du hast versucht, mich umzubringen. Ja, das war ein unglücklicher Beginn unseres Wiedersehens. Lass es mich erklären. Es fing alles an, als Harper und ich aus dem Urlaub zurückkamen. Wir stellten fest, dass du auf mysteriöse Weise verschwunden warst, nachdem du gegen einen Prismarinriesen namens der Admin gekämpft hast. Stimmt. Und dass du diesen Admin besiegt und seine unglaublichen Kräfte übernommen hast. Moment. Was? Tja, das stimmt nicht. Ach, das ist sowas von gelogen, wenn ich nur daran denke, dass der Admin herumläuft und so tut, als wäre er ich. Ah, ich wäre auch frustriert. Vor allem, wenn man weiß, wie überzeugend der Admin sich verkleidet hat. Jesse, also der Admin,
hat mir das hier gegeben und gesagt, er hätte es neu programmiert, um den Betrüger, also dich, zu finden. Aber dank meiner neuen Ninja-Sinne... Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Jeder, der nicht einverstanden ist, der Jesse hinterfragt, verschwindet. Oh, Sie müssen mich hassen. Es hilft deinem Ruf nicht unbedingt. Aber ich wusste, dass Jesse, also Jesse, das Original, sich niemals so verhalten würde. Darum wollte ich dich finden und die Gelegenheit nutzen, um die Wahrheit herauszufinden. Zum Glück hat es funktioniert. Es wäre echt ätzend gewesen, wenn ich dich hätte töten müssen. Ein völlig normaler Satz unter Freunden. Ich weiß, dass du es sarkastisch meinst, aber du würdest dich wundern. Hm. Ja. Als hättest du mich wirklich töten können. Ich bin jetzt ein Ninja, Jesse. Du würdest dich wundern, wie tödlich ich sein kann. Hat noch jemand Gänsehaut? Ich habe Gänsehaut davon bekommen. Moment! Aber warum vergeude ich meine Zeit mit Reden? Wenn ich nicht bald zum Gefängnis zurückkehre und dem Admin Bericht erstatte, wird er wissen, dass etwas Perfekt. Nicht stimmt. Du kannst dir eine Lüge ausdenken und er wird nie vermuten, dass ich tatsächlich hier unten bin. Hast dir Zeit verschafft, Freds Waffe zu finden? Moment! Woher weißt du das? Ein Ninja. Wie dem auch sei. Netter Plan. Aber was genau soll ich dem Admin sagen? Es muss plausibel sein. Aber dramatisch! Ja, glaubhaft, aber unterhaltsam. Realistisch. Aber schockierend! Sag ihm, ich bin bei dem Versuch gestorben, aus dem Sonnenschein-Institut zu fliehen. Streichle sein Ego. Lass ihn glauben, er habe das perfekte Gefängnis gebaut. Ah ja, denn ein gefüttertes Ego ist ein glückliches Ego. Tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann. Aber ich muss los. Geh. Wir sehen uns, wenn wir wieder an der Oberfläche sind. Hey, kann ich mir das Amulett ausleihen? Klar, aber warum? Lange Geschichte mit einem Portal und einem magischen Rahmen. Aber er hilft uns, nach Hause zu finden. Bitte beeilt euch. Es wird schlimm da oben. Naja. Ihr habt nichts gesehen! Ihr habt das auch alle gesehen, oder? Ich hab mir Ninja Ivor nicht nur eingebildet. Nee. Und ich dachte, dieser Krustenkerl kann nicht noch komischer werden. Und wir sind startklar. Auf geht's, Leute. Und weiter geht's. Weil es cool, dass wir Ivor wieder mal gesehen haben. Kompass zeigt direkt auf das Gebäude da. Oh, gut. Klingt, als stünden nur ein paar tausend große, gruselige Leute zwischen uns und dem Ziel. Halt! Ihr da! Was ist euer Begehr? Ich glaube, wir müssen in das Gebäude da hinter dir. Wenn das in Ordnung ist. Eigentlich ist das ganz gewiss nicht in Ordnung. In Ordnung? Nun geht einfach weiter und kommt diesem Gebäude nicht zu nah. Sonst hetzen wir unsere Armee auf euch. Ihr wollt lieber nicht die Gewalt unserer Armee entfesseln. Es ist eine mächtige Armee. Ja, wir haben nur Gutes über eure Armee gehört, weil wir die neuen Rekruten sind. Aber Jesse, wir sind doch gar nicht... Wow, das ist ja toll. Wir sollten sie reinlassen. Wir haben ja eigentlich gar keine... Halt die Klappe. Wir zweifeln eure Behauptung an. Seht ihr, wie ich zweifle? Hey, Armee! Du auch, Jeff! Schalten wir diese Eindringlinge aus! Das ist komisch. Das ist nicht komisch. Die Armee hat nur, ein Powernickerchen gemacht. Deswegen ist sie jetzt stärker als je zuvor. Ja. Wir sagen es nicht noch einmal, okay? Verschwindet lieber, bevor unsere gut ausgeruhte Armee es euch bereuen lässt. Sie rüstet sich gerade. Ja, es ist die größte Armee, die ihr je gehört habt. War das eine Audiodisk? Du bist eine Audiodisk. Ja, was für ein Idiot hat schon eine Jukebox hinter der Stadtmauer stehen, um... Soup! Schön. Erwischt. Wir haben gar keine Armee. Ja... Ich weiß, aber ich kann euch trotzdem nicht reinlassen. Tut mir leid. Wirklich, es ist zu eurem eigenen Besten. Das Gebäude da, das ist Romeos Herausforderung. Ja, und es ist eine Todesfalle. Die schlimmste aller Fallen. Deswegen haben wir geschworen, niemanden reinzulassen.
Nicht einmal hartnäckige Reisende wie euch. Ich meine, ihr solltet uns danken, dass wir euch davon fernhalten, okay? Wir tun euch einen Gefallen. Ja, na klar. Wir wollten Romeo besiegen und seine Herausforderungen beenden. Helft uns, euch zu helfen. Uns helfen? Ja, logisch gesehen helfen wir euch mehr, als ihr uns helft. Was uns nicht helfen würde, euch zu helfen. Aber uns zu helfen würde uns helfen, euch mehr zu helfen, als ihr jemals jemandem geholfen habt. Also... So viel Hilfe. Mir ist schwindelig. Ich kann gegen deine Wortmagie nichts sagen. Öffne das Tor! Schon dabei! Nein, Soup, das Tor. Ja, das echte Tor. Okay, wird gemacht. Wow, komisches Lama. Was machen die da? Bedingungen aushandeln. Geht. Oh, ihr habt ein Lama als Haustier. Was? Ja, das ist mein Haustier. Wir haben eine echte Verbindung. Ja, das sehe ich. Wenn es uns anspuckt. Super. Nettes Haustier. Das ist die reinste Einöde hier. Ja, das kann passieren, wenn alle immer in einen geheimnisvollen Herausforderungsraum gehen und nicht wieder rauskommen. Das, wirkt sich wohl ein wenig auf die Einwohnerzahl aus, ja? Uns ist immer noch nicht wohl dabei, euch in den Herausforderungsraum zu lassen, vor allem unbewaffnet. Aber wir geben euch etwas Ausrüstung, wenn... ihr etwas baut, um zukünftige ungebetene Besucher abzuschrecken. Zum Beispiel einen Schneemann oder eine Riesenblume. Macht einfach irgendwas, was uns hilft, allen eine gehörige Angst einzujagen. Was uns die Leute vom Hals hält. Was uns ein wenig Zeit für uns selbst verschafft. Okay. Da müsst ihr mich jetzt verarschen. Das ist mein Radius. Okay. Wir haben Kies, wir haben das. Wie sieht denn das aus? Was ist das? Kiesblock. Okay. Warte mal, wie ist denn der Weg? Da ist der Weg, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir wie vorhin, war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Machen wir das hier so. Gut. Na, warte mal, ach, die gucken ja dahin, oder was? 1, 2, 3, 4, 5. Was brauche ich denn da? Was Erschreckendes? Das sind nur 50 Steine, 10 davon. Gut. Machen wir. Sieht zwar ein bisschen bescheuert dann aus, aber ist mir jetzt auch egal. So. Nehmen wir mal einen Grundstein. Ups. Die wollen ja was Gruseliges haben, wa? Dann bauen wir mal was Gruseliges. Also probieren. Gut. Die passt jetzt aber nicht irgendwie ganz dazu, oder? So. Kiesblöcke.
Okay, warte mal. Zack, 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 zack. So. Sieht bestimmt total gut aus. Das ist der Mund. Die Nase. Das sind die Augen. Ich muss jetzt schon lachen. Ganz ehrlich. So. Zack, zack, zack. Reicht ja nicht mal. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. So, warte mal. Zack, 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 zack. Gebart. Okay, dann machen wir mal den hier zurück. Machen wir das doch daran. Was ist denn das da? So. Nein. Nein, warte mal. So. Hier können wir so ein bisschen die. Achso, geht ja nicht mehr. Machen wir hier die Ohren so. So, zack, 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 zack. Und jetzt ist der gruselig genug. Ganz ehrlich, sieht total. Ups. Man könnte ja noch. Nein. So. Total schön aus. Da war immer mal so, zack. Dreiköpfiger. Oh, wow. Davon bekomme ich Albträume. Gut gemacht. Ja, ganz wunderbar grauenhaft. Ja. Nichts sehr grauenhaft. Ist organisiert. Nicht alphabetisiert, nicht einmal nach Material sortiert. Das ist barbarisch. Das konnten wir von den Knallköpfen, ich meine Bewohnern, retten, die hineingegangen sind. Ein schatzsuchendes Riechlama, ja? Bitte nicht schlagen. Hier, aber Braun und so, so. Ja, ich bin nur um. Zahnspiel. Dann nimm mal, komm. Hat der sich jetzt ausgezogen? Glück. Ihr armen, verlorenen Seelen. Gute Idee, Luna. Wir kommen dich bald holen. Hoffe ich. Tja, machen wir jetzt die Herausforderung. Sehr schön. Die Hütte muss hinter dieser Tür liegen.
Heizung. Diese Druckplatten aktivieren oben Wasserfälle. Es ist so berechnend, so präzise. Es sind mehrere Druckplatten. Hinter diesen Mauern müssen komplexe Mechanismen liegen. Was soll man anderes erwarten von jemandem, der einen Eispalast der Verzweiflung gebaut hat? Ich dachte, das wäre für die drei Freunde. Romeo, Xara und Fred. Habt ihr Lust, ein paar geheimnisvolle Hebel umzulegen und zu sehen, was passiert? Dann wollen wir mal. Willkommen, Herausforderer! Xara, Fred und ich, Romeo! Wow. Der Admin hat das alles nur für seine Freunde gebaut? Seid ihr bereit für die packendste, tödlichste, adrenalingetränkteste Herausforderung, die ihr je erlebt habt? Was ist das? Stufe 1. Start! Was sind das für Dinger? Keine Ahnung, aber sie sehen nicht freundlich aus. Super! Noch ein Golem. Diesmal aus Magma. Oh, wow! Was für ein Showdown, Leute! Wir amüsieren uns wie noch nie, oder? Na komm. Okay, in Feuer zu stechen ist keine gute Idee. Wir müssen etwas anderes probieren. Nimm das, du Riesengrill! Die Wasserfälle! Jesse, Wasser macht aus Lava Bruchsteine! Okay. Ja! Wir müssen sie nur irgendwie da runterbringen. Alles klar, Golems. Zeit für eine... Zeit für eine Dusche. Komm. Hallo. Zeit für den Bergbau. Herzlichen Glückwunsch, Herausforderer! Stufe 1 von 600! Was? Abgeschlossen! Was? Stufe 2! Und... Das! Nie im Leben schaffen wir es bis Stufe 600. Drei Hebel haben uns hier reingebracht, vielleicht also... Vielleicht beenden die drei Hebel auch alles. Komm schon, Raider. Zerstören wir diese Maschine. Raider, du musst die Maschine zerstören. Ich gebe dir Deckung. Los! Komm schon, komm schon, komm schon! Warum gibt es keine...